Und zugeschaltet ist mir jetzt meine Kollegin Phoebe Gahr in Moskau. Phoebe, wie geht es Alexei Nawalny und wie zuverlässig sind überhaupt die Informationen, die man über seinen Gesundheitszustand erhalten kann? Ja, viel dringt nicht nach außen, vor allem keine unabhängigen, objektiven Informationen über den Gesundheitszustand. Allerdings hat sich die Familie von Alexei Nawalny dafür entschieden, Bluttests zu veröffentlichen, die letzte Woche durchgeführt wurden. Und die Werte, die da veröffentlicht wurden, die lassen auch Ärzte aufschrecken, die jetzt nicht direkt dem Lager von Alexei Nawalny zuzuordnen sind. Wenn man sich überlegt, dass Alexei Nawalny seit 3 Wochen im Hungerstreik ist und sicherlich auch immer noch mit den gesundheitlichen Folgen einer Vergiftung zu kämpfen hat, dann scheint es schon glaubwürdig, dass Alexei Nawalnys Gesundheitszustand besorgniserregend ist. Es gibt ja Appelle, Ermahnungen von Seiten der EU aus den USA. Das scheint aber irgendwie alles an den Mauern des Kremls abzuprallen, oder? Im Moment scheint das so, ja. Der Sprecher des Präsidenten, Peskow, hat heute gesagt, der Kreml beobachte den Gesundheitszustand von Gefangenen grundsätzlich nicht. Ich denke, man kann schon davon ausgehen, dass es bei diesem speziellen Gefangenen etwas anders ist. Aber ja, im Moment sieht es nicht so aus, als würde ein Kurswechsel von Kreml-Seiten bevorstehen. Aber was ist das Ziel von der politischen Führung in Moskau? Also sollte Nawalny tatsächlich am Ende so ums Leben kommen, gibt es da keinerlei Sorge wegen innen- und außenpolitischer Reaktionen? Das Ziel der politischen Führung ist im Moment ganz klar auf die Duma-Wahlen, die Parlamentswahlen im September gerichtet. Bis dahin soll Ruhe im Land herrschen. Was der Kreml auf gar keinen Fall gebrauchen kann, sind neue Massenproteste. Ein offenes Zuschautragen von Unzufriedenheit, das dann vielleicht auch die schweigende Mehrheit dazu bringen könnte, auf die Straße zu gehen und ihre Meinung zur Regierung zu ändern. Also vor innenpolitischen Unruhen, da hat der Kreml ganz sicherlich, sagen wir mal, Sorge. Und Leonid Volkov, einer von Nawalnys Mitstreitern, der hat heute gesagt, er würde sich nicht wundern, wenn in den nächsten Tagen vielleicht positive Nachrichten über Nawalnys Gesundheitszustand nach außen dringen würden. Aber die Leute sollten bitte nicht darauf reinfallen, denn das sei das Kalkül des Kreml, um die für Mittwoch angekündigten Solidaritätskundgebungen vielleicht zu boykottieren. Außenpolitisch muss man sagen, ist es so, dass viele russische Experten eigentlich sagen, dass Sanktionen Putin eigentlich helfen. Denn damit hat er die Möglichkeit, alle Probleme Russlands, die wirtschaftlichen, die im Gesundheitssystem, auf eben diese Sanktionen zu schieben. Schauen wir noch mal ins Inland, Frau Gahr. Wie sehr interessiert sich denn die russische Bevölkerung aktuell für den Gesundheitszustand von Alexei Nawalny? Also welche Rolle spielt das Ganze aktuell auch in den Medien? Die russischen Medien sind ja zweigespalten eigentlich. Es gibt da das staatlich kontrollierte Fernsehen und selbst da spielt der Fall Nawalny durchaus eine Rolle. Allerdings werden da die Zuschauer immer versichert, dass es Nawalny gar nicht mal so schlecht gehe und dass durchaus auch Ärzte ihn untersuchen dürften. Anders sieht es aus, wenn man ins Internet schaut, da wo die Kreml-unabhängigen, vielleicht auch die Kreml-kritischen Medien sich tummeln und dort ist Nawalny das Thema, das Top-Thema Nummer 1 und es wird sehr gewarnt und es wird sehr viel Sorge mitgeteilt und es ist den Leuten dort wird, also den Zuschauern oder den Nutzern dieser Dienste wird also sehr drastisch geschildert, dass es sehr, sehr, sehr ernst um Alexei Nawalnys Gesundheitszustand bestellt ist. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Vielen Dank nach Moskau, vielen Dank für Phoebe Gahr.